Ja, ich liebe dieses Thema Polarebenen bei Kugeln und Geraden, einfach weil die Grafiken dazu so cool aussehen und außerdem auch, weil man hier wirklich alles nochmal verknüpfen kann, was mit der Vektorrechnung zu tun hat, was diese ganzen Berechnungen an Objekten wie Kugeln, Ebenen, Geraden, Punkte, hier taucht wirklich alles auf und das sieht man auch schon in dieser ersten Grafik, die dich vielleicht jetzt auf den ersten Blick erschlägt, aber keine Sorge, das muss es nicht. Wenn du dir mal ein Blatt Papier nimmst und dieses Blatt Papier so zusammenrollst, dass du, als wenn du hier so ein Sprachrohr hast, weißt du, so du rollst das zusammen und dann kannst du da so durchsprechen und dann schreist du irgendwie dem neben dir in der Klasse damit so ins Ohr. So ein Rohr meine ich. Und das muss halt sozusagen unten ganz zu sein und oben sozusagen offen. Und das muss so ein Kegel sein. Und wenn du diesen Kegel jetzt, nimmst jetzt einen Tennisball und keine Ahnung, kannst auch deine Faust sozusagen, wenn du keinen Tennisball hast, deine Faust nehmen. Und jetzt stülpst du diesen Kegel sozusagen über deine Faust bzw. über diesen Tennisball so drüber. Das passiert hier. Denn diese ganzen Geraden hier, das sollten eigentlich so viele Geraden sein, dass die alle nebeneinander liegen. Und zwar ganz dicht, also wie so ein zusammengerolltes Blatt Papier eben. Und wenn du die jetzt so überstülpst, dann liegt dieser Ball ja in diesem Kegel drin. Und genau darum geht es jetzt hier. Du hast hier einen Punkt P und dieser Punkt P liegt außerhalb von dieser Kugel. Und von diesem Punkt P aus kannst du jetzt ganz viele Geraden einzeichnen, die immer nur die Kugel in einem Punkt berühren. Das heißt sozusagen hier nur so ein Tangentialpunkt entsteht. Na, das hast du jetzt ja hier überall. Das sind alles so Tangentialpunkte hier. Und diese ganzen Tangentialpunkte von diesen Geraden, die liegen jetzt so dicht, dass dadurch ein Schnittkreis entsteht. So, und dieser Schnittkreis, den hatten wir jetzt ja auch schon in den letzten Übungen. Dieser Schnittkreis selber ist eben ein Kreis, der auch für sich wieder einen Mittelpunkt hat. Ich zeige dir das auch gleich nochmal in einer besseren Grafik. Aber es geht jetzt erstmal nur um das grobe Verständnis. Wir haben also hier jetzt so einen Schnittkreis und dieser Schnittkreis, oder auch, kann man auch so rum sagen, alle diese Tangentialpunkte von diesen Geraden, die liegen eben in einer Ebene. Und diese Ebene selber könnte man jetzt auch sagen, dass man die an dieser Stelle hier reingeschoben hat und dass eben dadurch dieser Schnittkreis entstanden ist. So, also das sind sozusagen hier die Facetten. Die Ebene selber entsteht aber erst durch die ganzen Tangentialpunkte von diesen Geraden. So, ich hoffe, das wurde deutlich. Dieser Punkt P entsteht nicht durch die Tangenten, die ich anzeichne, sondern dieser Punkt P ist vorher quasi gegeben. Das ist mein Pol, der vorher gegeben ist. Und der führt sozusagen dazu, wenn ich von da aus sozusagen alles Tangenten einzeichnen um diese Kugel rum, dass man hier sozusagen diese ganzen Tangenten an dieser Kugel erhält und somit auch diese Tangentialpunkte, die wiederum diesen Schnittkreis bilden. So, und wenn du dir das jetzt anschaust, dann ist das ja ein Kegel. Und zusammen mit diesem Kegel hat man ja auch diesen Schnittkreis. Und dieser Schnittkreis wiederum bildet die Grundfläche von diesem Kegel. Das heißt, du musst dir diesen abgeschnittenen Ball jetzt hier in der Mitte mal wegdenken. Dann hast du ja hier sozusagen deinen Schnittkreis und dieser Schnittkreis wiederum selber bildet eben die Grundfläche von diesem Kegel. Und dann hat man wie so ein Indianer, also wie so ein, ja, wie so ein Indianerzelt, was jetzt hier so dann da drauf steht. Und genau um diesen Schnittkreis, um diese Grundfläche des Kegels soll es jetzt in der nächsten oder in dieser Übung dazu gehen. Ich hoffe, du hast es so alleine schon hiermit ganz gut verstanden. Achso, was ich jetzt noch nicht gesagt habe, ist, was hier steht. Hier steht noch, dass man diese Polarebene, so nennt man die nämlich, diese Ebene, die jetzt hier sich ergibt durch diesen Schnittkreis, auf dem dieser Schnittkreis liegt und somit auch alle Tangentialpunkte, die nennt man Polarebene. Und die Formel für diese Polarebene ist eben x minus m in Klammern mal p minus m in Klammern ist gleich r Quadrat. Das p dabei ist eben, sind die Koordinaten dieses Pols, also der Vektor zu diesem Pol, wenn man so will. Und das m, das ist der Mittelpunkt der Kugel. Also nichts irgendwie Weltbewegendes, was jetzt in dieser Formel vorkommt. Und ja, wir haben auch eben den Pol, den ich eben gerade gemeint oder angesprochen habe, den haben wir jetzt hier gegeben. Wir haben den Radius der Kugel gegeben mit r gleich 4 und wir haben den Mittelpunkt der Kugel gegeben. Also eine ganze Menge, womit wir arbeiten können. Die Frage ist jetzt, was ist die Grundfläche des Tangentialkegels? Also wir brauchen diese Grundfläche des Tangentialkegels hier, also die ich jetzt hier so blau schraffiert habe, die sollen wir finden und zwar mit Mittelpunkt und Radius. Ja, ein bisschen was zu tun. Also ich zeichne dir jetzt erstmal, das sieht hier ganz wild aus, wie so ein ja schon heftiges Konstrukt, ne? Schon, man merkt schon, es geht hier wirklich um höhere Mathematik, kann man schon sagen. Und hier ergibt sich jetzt auch wieder genau das, was ich dir auch gerade erklärt habe. Wir haben den Mittelpunkt der Kugel, wir haben ganz viele Tangenten an dieser Kugel ausgehend von diesem Pol, der außerhalb liegt.
Und diese ganzen Tangenten, die liegen hier so dicht, dass sich dadurch ein Kreisschnitt ergibt. Und dieser Kreis, wie gesagt, dieser Schnittkreis, kann man auch so rum sagen, der liegt wiederum insgesamt auch auf einer Polarebene. Also alles das, was ich dir gerade oben erklärt habe, und jetzt fangen wir mal an. Wir wollen ja hin, also letztendlich ist unser Ziel, diesen Schnittkreis hier herauszufinden. Diesen Schnittkreis, den wollen wir herausfinden, und zwar mit dem Mittelpunkt MS und dem Radius RS. Was brauchen wir dafür auf jeden Fall erstmal? Wir brauchen in jedem Fall erst einmal die Tangente, also diese Polarebene. Deswegen heißt die EP für Ebene Polar. Polarebene. Und diese Polarebene, die habe ich dir oben gezeigt, hat diese Formel. X minus M mal P minus M ist gleich R Quadrat. Und wir haben ja den Mittelpunkt gegeben und wir haben auch die Koordinaten meines Pols gegeben. Der heißt jetzt hier nur nicht P, sondern der heißt S. Aber die Formel lautet ja immer noch so, also können wir das einfach übertragen. So, das heißt, ich setze jetzt alles ein. Ich lasse jetzt hier dieses X wieder mit meinen Koordinaten dargestellt. X1, X2, X3. M ist 2, 4, 1. Und P, also in dem Fall S, ist minus 4, minus 4, 3. Das ist mein Pol. Und hier wiederum auch nochmal M eingesetzt. Dann habe ich das hier. Und ich weiß, dass der Radius meiner Kugel R Quadrat 4 hoch 2 ist, also 16. Jetzt rechne ich das so ein bisschen aus und jetzt habe ich hier ein Skalarprodukt aus diesem Ganzen hier und dann ergibt sich eine Gleichung, nämlich x1 minus 2 in Klammern mal minus 6 plus x2 minus 4 in Klammern mal minus 8 plus x3 minus 1 in Klammern mal 2 ist gleich 16. Das habe ich hier schon mal alles so zusammengefasst und zusammengefasst und umgeformt und dann hat man das hier raus. Ich wollte uns das jetzt hier einfach mal ersparen. Das ist jetzt hier die Polarebene, die du hier blau siehst und die jetzt hier reingeschoben ist. Die war ganz wichtig, dass wir die berechnen. Und als nächstes will ich jetzt ja zu diesem Mittelpunkt dieses Schnittkreises hin. Also brauche ich zusätzlich zu dieser Polarebene noch die Gerade, die eben durch diesen Pol S durchgeht und senkrecht auf der Polarebene steht. Das sieht man hier auch ganz gut, dass dieser schwarze Strich, der steht senkrecht auf dieser blauen Ebene und geht durch den Pol S. Diese Gerade, die wissen wir auch, wie wir sie bestimmen. Also überhaupt gar kein Problem, weil schau mal, diese Gerade selber, die geht ja auch durch den Mittelpunkt M. Das heißt, wir haben auf jeden Fall schon mal einen Aufhänger dadurch, dass wir den Richtungsvektor mit M bestimmen können und dann, den Stützvektor mit M bestimmen können und von diesem Stützvektor ausgängig dann einen Richtungsvektor in Richtung S einzeichnen können. So, damit können wir auf jeden Fall schon mal unsere Gerade aufstellen, denn die Gerade, die du jetzt hier in schwarz siehst, die geht durch den Punkt S und durch den Punkt M. Also Stützvektor mit dem Mittelpunkt hier von der Kugel aufbauen, 2, 4, 1 plus ein Parameter k. Und jetzt brauchen wir den Richtungsvektor von M zu S. Also ist das eine Bewegung von M zu S. Also die Koordinaten von S minus die Koordinaten von M. Und das siehst du hier. Das sind die Koordinaten von S minus die Koordinaten von M. Und dann hat man eben die Bewegung von M zu S. Also den Richtungsvektor. Tja, und jetzt weiß man nicht genau, wie lang soll der sein. Soll der gestaucht, gestreckt, umgekehrt sein, wie auch immer. Deswegen packt man hier diesen Parameter K dazu. Naja, und jetzt hat man hier die Geradengleichung und man hat hier diese Ebenengleichung. Und das haben wir auch schon ein paar Mal gemacht. Das bedeutet also, hier, das ist natürlich noch zusammengefasst, das ist jetzt hier die Geradengleichung. So, und jetzt kriegt man natürlich den Schnittpunkt von der Geraden mit der Polarebene und diesen Schnittpunkt will ich haben, weil das ist ja mein Mittelpunkt meines Schnittkreises. Den bekommt man jetzt eben raus, indem man die Gerade in die Ebene einsetzt. Und dabei hast du jetzt hier wieder die Komponenten 2 minus 6k, das ist die Komponente x1, die kommt bei der Ebene also hier für x1 hin. Dann hast du die Komponente hier in der Gerade 4 minus 8k, das kommt hier für x2 hin, das ist nämlich die x2-Komponente der Gerade, also können wir sie auch bei x2 der Ebene einsetzen. Und du hast die x3-Komponente der Gerade, das ist 1 plus 2k und das kannst du hier für x3 in diese Ebenengleichung in Koordinatenform einsetzen. Dann haben wir alles eingesetzt in die Polarebene hier, ist gleich minus 26. Ja, und jetzt ist natürlich wieder ein bisschen nervig, wir müssen ausrechnen, zusammenfassen und so weiter. Das ganze Gedöns halt und dann kommt raus 104k ist gleich 16 und somit ist k gleich 2 Dreizehntel. Wir wissen also, dass bei der Geraden, wenn man die Gerade mit einem k von 2 Dreizehntel versieht, kommt es eben zu diesem Schnitt, zu diesem Lotfußpunkt hier mit der Geraden auf der blauen Polarebene. Wir wissen aber noch nicht, bei welchen Koordinaten das liegt. Also müssen wir das K natürlich logischerweise nochmal in die Gerade einsetzen und eben dann ausrechnen, wo
ja, wo eben dieser Punkt liegt, den wir hier suchen, nämlich dieser Lotfußpunkt MS, wenn man so will. Und der liegt eben hier, ja, ist jetzt hier als Vektor dargestellt vom Ursprung zu MS. Das sind aber jetzt einfach die Koordinaten für MS, die man ausrechnet. Du weißt, in der Vektorrechnung kann man das so machen. Dann hat man hier 2, 4, 1. Na, das ist hier die Geradengleichung, plus k, k kennen wir jetzt mit 2 Dreizehntel, ist hier eingesetzt für k, mal Richtungsvektor, das ist der Richtungsvektor, ist gleich 1,08, 2,77 und 1,31. Also haben wir hier schon mal den ersten Teil erfüllt von unserer Aufgabe. Wir sollten ja hier von dieser Grundfläche des Tangentialkegels, der sich hier ergibt, sollten wir ja schon mal m ausrechnen, den Mittelpunkt. Das haben wir geschafft. Und jetzt brauchen wir noch den Radius von diesem Tangentialkegel, von dieser Grundfläche des Tangentialkegels. Und das hatte ich in einem Video hier vor in der Übung mal gezeigt. Das ist ja der Radius von so einem Schnittkreis und der ergibt sich über den Satz des Pythagoras. Das habe ich auch in der letzten Übung, im letzten Unterkapitel vorgerechnet, wie er sich ergibt. Deswegen spare ich mir das jetzt hier. Die Formel dafür ist in jedem Fall RS ist gleich die Wurzel aus R² minus dieser Verbindung hier zwischen MS und M. So, dieser Verbindung, die du jetzt hier oben siehst nochmal. Diese Verbindung nennen wir eigentlich D. So, hier ist sie jetzt aber einfach auf M zu MS gelassen. Ist aber völlig in Ordnung, kann man so machen. Ich will es nochmal ein bisschen schöner hier einzeichnen. Das ist diese Verbindung zwischen MS und M. Und das auch hoch 2. Ja, also, gut, viel zu tun. Wir müssen uns jetzt hier sozusagen die Koordinaten von MS nehmen und die minus rechnen die Koordinaten von unserem Mittelpunkt M. So, die Koordinaten vom Mittelpunkt M sind hier oben, 2, 4, 1, habe ich hier auch im Blick, die habe ich hier auch schon mal verwendet, das sind die hier, und da streiche ich mal ein bisschen dicker. Also müssen wir jetzt, um die Bewegung abzubilden, von M zu MS, müssen wir die Koordinaten von MS nehmen und die Minus rechnen die Koordinaten von M. Naja, und das ist 1,08 minus 2 ist minus 0,92 und 2,77 minus 4 sind minus 1,23 und 1,31 minus 1 ist 0,31 und schon habe ich die Bewegung von M zu MS, das ist der Vektor. So, den kann ich jetzt da oben einsetzen und jetzt habe ich eins noch vergessen. Hier, wir brauchen natürlich nicht nur den Vektor von M zu MS, sondern wir brauchen ja die Länge von M zu MS hierfür, denn das steht ja in Betragsstrichen. Also nehme ich die einzelnen Komponenten, quadriere sie, addiere sie und ziehe daraus die Wurzel. Und da kommt raus, ist gleich 1,57. Und das wiederum kann ich jetzt hier in die Formel einsetzen. Und R² habe ich ja auch gegeben. Der Radius der Kugel war ja 4. Also hat man hier 4 hoch 2. So, das heißt, ich kann hier meine Formel fertig machen. Wurzel aus 4 hoch 2 minus 1,57, was ich gerade ausgerechnet habe, hoch 2 ist gleich 3,68. Tja, und das ist sozusagen der Radius jetzt hier. Wir haben also den... Der Berührkreis des Tangentialkegels mit der Kugel ist somit vollständig bekannt. Wir kennen den Mittelpunkt des Schnittkreises, also dieser Grundfläche des Tangentialkegels. Und wir kennen den Radius RS mit 3,68. Ist also fertig und jetzt haben wir von Max hier noch einen Tipp. In diesem Kapitel erweiterst du dein Wissen über Pole und Tangenten auf den dreidimensionalen Bereich. Gleichzeitig nutzt du die Bestimmung von Schnittkreisen. Du verknüpfst also alles das, was wir bisher gelernt haben. Jo, das ist das letzte Wissensvideo von unserem Oberstufen Teil 3. Ich kann auch hier nur noch mal ganz kurz Werbung machen, mache ich ja sonst nicht, aber hier kann ich es jetzt noch mal, weil wir jetzt am Abschluss sind. Und zwar für eben unser Oberstufenheft Teil 3. Da hast du wirklich wie so eine Fernsehzeitung, kannst du immer alles noch mal nachschlagen. Du kannst per QR-Code die Videos anwählen, die du sehen möchtest. Und ja, da ist alles auch nochmal zum Üben drin. Also das Heft kriegst du einfach bei Amazon oder bei uns im Onlineshop auf www.strandmatte.de. Jo, jetzt habe ich noch 3 Übungen für dich zu diesem Thema und dann war's das. Also viel Spaß mit den Übungen, zieh dir die mal rein.